Die großen Stars der rhythmischen Sportgymnastik sind stets die Gewinnerinnen der Einzelwettbewerbe, wie hier die junge Russin Jana Kudryavtseva, die momentan bei den internationalen World Cups oft die Nase vorn hat. Mindestens ebenso wichtig sind in der Gymnastikwelt jedoch die Gruppenwettbewerbe. Auch hier hat Russland eine große Tradition. Bei den letzten vier olympischen Wettbewerben konnte die russische Gymnastikgruppe jeweils in Folge Gold holen. Die Gruppendarbietungen sind in der Sportgymnastik mit 2¼ bis 2½ Minuten etwas länger als die Einzel. Wie im Einzel werden die Körper- und Gerätetechnik, die Artistik und Ausführung bewertet. Getrennt voneinander treten die Juniorinnen von 12 bis 15 Jahren und die Seniorinnen ab 16 gegeneinander an. Nahezu jeder internationale Wettbewerb hat auch eine eigene Gruppenkonkurrenz. Unterschieden werden Wettkämpfe, bei denen alle Gymnastinnen der Gruppe das gleiche Gerät haben. Und solche, bei denen drei ein und zwei ein anderes benutzen. Zu unterscheiden von den Gruppenwettbewerben der Sportgymnastik sind die der ästhetischen Gruppengymnastik, die eine eigene Sportart darstellt und über die wir auch schon einen eigenen Film gemacht haben. Bei den Europameisterschaften der letzten Jahre haben die Russinnen die RSG-Gruppenwettbewerbe fast durchgängig für sich entschieden. Bei den Weltmeisterschaften mussten sie sich dagegen seit 2009 häufiger den sehr guten Italienerinnen geschlagen geben. Edelmetall bei verschiedenen WMs errangen auch Weißrussland und Bulgarien. So versprechen die nächsten olympischen Gruppenwettkämpfe 2016 in Rio de Janeiro durchaus spannend zu werden. We'll be right back.